Prozent, ja, für den Pilot of Adventures. Der bringt Stimmung rein. Das glaube ich allerdings auch, dass der sehr viel Stimmung reingebracht hätte. Oder hätte, oder würde. So, guten Abend zusammen. Heute will ich mit euch die Reaktion von Otto anschauen und selber darauf reagieren. Ich habe mich ja beim Arctic Warrior beworben und ich habe jetzt hier, wenn man runterscrollt, gestern Abend einen Kommentar von Otto bekommen. Das heißt, ich bin davon ausgegangen oder ich gehe davon aus, dass er sich das Ganze in seinem Stream angeschaut hat. Habe jetzt auch seinen Stream hier gefunden und würde jetzt gern schauen, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, was er zu meinem Video, zu meinem Bewerbungsvideo sagt und bin mal sehr gespannt. Es haben sich ja über 1000 Leute beworben, hat man, wenn man unter dem Hashtag Arctic Warrior Bewerbung schaut, sieht man das. Und da dachte ich die ganze Zeit schon, ja, beim Video komme ich da jetzt nicht weit, da sind super Leute dabei. Alle haben sich super Mühe gegeben bei den Bewerbungen und dann dachte ich mir so, ah scheiße, habe ich überhaupt noch eine Chance. Aber irgendwie, wenn ich mal Videos angeguckt habe, hat es doch immer wieder Spaß gemacht. Und ich musste selber über mich lachen, es war schon auch ein bisschen Fremdschämen dabei. Ja, schauen wir es uns zusammen an. Ich bin gespannt, was Otto da dazu sagt. Hallo zusammen, ich bin der Lars. So, jetzt geht's los. Ich bin so gespannt. Ich bin der Lars. So, als nächstes kommt Lars, das habt ihr schon gehört. Abgestimmt wird noch. Seht ihr die Frankie beim Arctic Warrior? Hi Otto, liebe. Also Otto hat jetzt gerade noch die Abstimmung vom Vorgänger laufen, von der Vorgängerin. Hat jetzt aus Versehen meins schon laufen lassen. Ist so super lustig, dass man jetzt kurz meinen eigenen Namen gehört hat. Wie viele Videos schaue ich heute noch? Wir sind jetzt bei Video 27, kommt jetzt. 53% ja. Auch ein gutes Ergebnis auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Frankie, für das Video. So, als nächstes haben wir hier Pilot of Adventures. Der Pilot der Abenteuer. Jawohl. Hallo zusammen, ich bin der Lars, Pilot of Adventures. Ich bin hier in den Schweizer Alpen und zeige euch jetzt mein Vorbereitungsvideo für Arctic Warrior. Ist kein Bewerbungsvideo, sondern ein direktes Training. Schaut es euch an. Das erinnert doch sehr an Stefan Pütz mit dieser roten Wurzel. Oh, es erinnert ihn an Stefan Pütz. Könnte es sein, dass ich Stefan Pütz kenne? Man munkelt. Hat sogar der Hund Angst gehabt gerade? Jawohl. Hat sie uns einmal zu einem Wolf angegriffen. Das ist ein Kumpel vom Stefan. Ich habe schon gedacht, noch einer nur mit Unterhose unterwegs. Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid, wer da noch den Nagel im Kopf hat hier. Gleitschirm fliegen? Jawohl. Macht er das oder filmt er das nur? Jawohl, das ist er. Das fehlt mir noch, Gleitschirm fliegen. Kleine Anmerkung. Otto, wenn du mal Gleitschirm fliegen willst, kommst du mal in der Schweiz vorbei, gehen wir zusammen fliegen, das organisiere ich uns. Aber jetzt schauen wir mal weiter, was er sagt. So, um das Konditionstraining unter arktischen Bedingungen zu trainieren, habe ich mir natürlich gedacht, ist das geeignete Fortbewegungsmittel der Puppenrutscher. Und damit trainieren wir jetzt. Der Puppenrutscher? Let's go! Genau der. Mit dem Klappspaten in der Hand. Ja, ist cool, ey. Ich sag euch, also wenn ich dabei bin, ich würde gerne den Klappspaten mitnehmen. Das ist einfach, das ist ein Erbstück von meinem Opa. Damit kannst Löcher buddeln, du kannst
Ey, du kannst so viele Sachen damit machen. Ich sag's euch. Ich habe schon so viele Granaten damit verbuddelt auf meinen Reisen. Ja. Oh, wilde Tiere, die muss man auch bekämpfen. Odin würde mich so anspringen. Stimmt, habe ich mich mit Odin schon mal Schlitten? Ich muss mit Odin mal Schlitten fahren, fällt mir gerade ein. Schlitten fahren gehen mit dem Hund. Hey, der findet es so komisch, der springt wirklich auf den Schlitten drauf. Das hab ich öfter jetzt mit Muckli schon gemacht. Es ist eine Riesengaudi, musst du machen. In der Wildnis kannst du immer sein, wenn du von einem Wolf angegriffen. Deswegen parat sein. Ich habe hier natürlich einen trainierten Trainingswolf. Der beißt mich nicht kaputt, der greift mich nur an. Und bei Fremdwölfen kann der Klappspaten natürlich auch als Speer benutzt werden. Jetzt wurde mir ein Loch ins Eis. Was wir definitiv testen wollen, ist Eisfischen. Okay, wir sind fast durch. Gleich können wir am Wasser und angeln. Eisangeltraining, definitiv wichtig. Das ist doch eine Hundeleine. Und dann ist es super. Ja, dann. Oh, da kann man. Oh. Ja, das ist super. Jetzt Kramchen. Oh. Also ich glaube, der Spaß käme bei ihm nicht zu kurz. Der Hund denkt nur so, hä? I saw human. So my fish. Okay, mein Fisch, wir haben was zu essen. Ich mach's beiseite, schauen wir mal, ob wir auch vegetarisch haben. Algen. Ja, das ist auch ein bisschen muckelig. Komm, ich zeige. Ach, er frisst das auch noch, ach Gott. Algen, dann ernähren euch. Gebt euch die Vitalstoffe, die ihr braucht. Damit kommt ihr durch. Ich sag's euch. Weil das Eisfischloch viel zu klein ist und ich nicht Eisbaden gehen kann, mache ich das heute Abend im Tal. Aber das Wasser hat eh nur 4 Grad. Gehen wir lieber in den Schnee. Der ist noch viel, viel kälter. Schneeengeltraining wird für Otto das A und O sein. Nur damit kann man sich richtig die Eier abfrieren. Der Hund hat schon keine Lust mehr, denkt sich, Kaka, der kommt. Ihr Pilot of Adventure ist auch schon am Start. Temperatur ist noch so. Easy, perfekt. Perfekter Atemrhythmus. Geil. Hier haben wir jetzt einen umgestürzten Baum, den kann man sehr gut als Basis für ein Shelter benutzen. Auch wie eine Höhle, von einer Seite schon fertig, die andere Seite einfach zubauen. Starten wir mal. Mal schauen, was Otto zu meinem Shelter sagt. Ah, okay, den großen Baum hier wahrscheinlich. Den wird er nehmen. Okay, das ist tatsächlich nicht schlecht, vor allem windgeschützt und so. Hier habe ich jetzt eine geeignete Stelle gefunden, alter Stamm. Und da kann ich ganz einfach ein Dach bauen. Man sieht hier auch schon wilde Spuren. Ich vermute den Hase. Und ich habe mir jetzt hier diese Stelle rausgesucht. Hier unten werde ich jetzt den Schnee ein bisschen wegräumen zur Seite, mir eine Wand bauen und dann Hölzer hier hinlegen, damit ich da reinrutschen kann. Wenn man dann nachts ein Feuer machen will, könnte man hier vorne das machen. Dann ist man weit genug weg von den Bäumen, aber kann noch Wärme da rein generieren. Im Boden habe ich mir überlegt, große Rindenstücke zu benutzen. Otto, ich glaube, du würdest hier wieder Flipflops benutzen. Ich habe jetzt hier möglicherweise... Lass mich raten, genau wie Stefan, Crocs. ...keine finden können. Dementsprechend greife ich auch nur Suchmaterial zurück. Reisig und Baumrinde. Mega Aussicht hier. Was hat er denn für Videos auch noch hier? Das sieht ja sehr... Ich habe das Video natürlich mit Absicht so eingeblendet.
Ich bin mal gespannt, ob es ihn interessiert und ob er sich's anguckt. Spartanisch aus. Also sehr spartanisch. Pilot of Adventure. Adventures. Junge, 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 Junge. So verrückt positiv. Verrückt positiv. Danke. Das bin ich. Ups, die 9. Oder auch mal die, wofür die 9 steht. Zack. So. Pilot of Adventures. Seht ihr jetzt den Pilot gespannt. Of Adventures da? Ja oder nein, lieber Chat? Jetzt kann ich die Kommentare von der Community leider nicht sehen. Aber ich bin mal gespannt, wie sie für mich werten. Ich will dabei sein, bitte gut. Ein sehr verrückter Typ. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt. Hey, da kommt ihr als nächstes. 65% ja. 65%. Yes. Ja. Dankeschön. Pilot Dankeschön. Of Adventures. Yes. So, der bringt Stimmung rein. Das glaube ich allerdings auch, dass der sehr viel Stimmung reingebracht hätte. Oder hätte. Oder würde. So. Mach ich. Ich weiß gar nicht, wie man so Reaction-Videos macht. Das ist jetzt mein erstes. Danke fürs bis hier hinschauen und vielleicht sieht man sich in Lappland, in der Eiseskälte, mit dem Klappspaten und einem trainierten Trainingswolf. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao!